Nee, das ist ein echter Krings. Hoffentlich geht das gut. Ich frage mich, wo Tom so lange bleibt. Vielleicht ist ihm was passiert. Blödsinn, jetzt fang du nicht auch schon damit an. Da kannst du dir aber was drauf einbilden, dass der Tom dir seine Gitarre anvertraut hat. Dann lässt er sonst keine 5 Minuten aus den Augen. Ich glaube, der steht auf dich. Echt? Ihr Hobbyfreund braucht aber auch ganz schön lange, um das Geld zu holen. Ach, der kommt schon wieder. Der hat doch noch sein ganzes Gepäck hier. Mein Hut, der hat 3 Ecken. 3 Ecken hat mein Hut. Und hätte er nicht 3 Ecken, dann wäre es nicht mein Hut. Schön kannst du singen, Jakob. Ich wette, du kannst genauso gut Waren waschen. Hier sieht ja aus, als hätte der Rallye Paris-Dakar gefahren. Der da drüben sieht auch nicht viel besser aus. Also, du weißt Bescheid.
Ich hab's dir ja gesagt. Mensch, wo Tom nur so lange bleibt. Oh ja. Sag mal, wann schickst du endlich deine Kündigung ab? Du, bis jetzt haben wir mit Amelie noch nichts Konkretes vereinbart. Oh, da spricht die Anwaltsgehilfin. Ja, sowas muss vertraglich vereinbart werden. Ah. Aber vielleicht werden wir auch gar nicht mehr gebraucht. Abmachung halten. Du sollst dich doch schonen. Hast du das vergessen? Schonen, ja, aber doch nicht langweilen. Ach. Und wer macht die Arbeit? Wo wart ihr beiden denn eigentlich die ganze Zeit? Ach ja, ist meine Schuld. Ich habe Dagi gebeten, mir in einer schwierigen Aufgabe beizustehen. Und worum ging es da? Das ist ein Geheimnis. Auf diese Art von Geheimnis könnte ich ganz gut verzichten. Tante Amelie, Rita meint, wir sollten einen Vertrag machen wegen des Bütchens. Bloß keinen Vertrag. Davon habe ich gerade die Nase voll. Hm. Aber irgendwie müssen wir die Übergabe doch regeln. Wir können doch nicht einfach investieren, renovieren, ohne es vorher abgeklärt zu haben. Ja, sie hat recht. Meint ihr wirklich? Mhm. Hallo. Hey, da bist du ja. Mensch, wir haben uns schon Sorgen gemacht. Und? Kinderspiel. Du hast es tatsächlich geschafft. Oh Gott, wie kann ich mich denn da revanchieren? Kann mir mal jemand sagen, worum es dir eigentlich geht? Später, Tantchen. Du kannst mir doch einen Gefallen tun. Ich würde das hier. Das Foto, das würde ich gern behalten. Wow. Was ist denn auf dem Foto drauf? Ich fürchte, dafür bist du schon zu alt, Tante Amelie. Ach, Unsinn. Bist du das, Rita? Donnerwetter. Von wegen zu alt? Okay. Das muss gefeiert werden. Vier Fläumchen. Danke. Moment mal. Was kostet denn die? 5 Mark. Reicht das? Schönen Feierabend. Ihnen auch. Sie haben einen schönen Hut auf Ihrem Kopf. Also, ich muss dann los zur Probe mit meiner Band. Ja. Bis bald. Danke nochmal fürs Aufpassen. Vielen Dank nochmal. Also. Bis bald. Cooler Typ, was? Och, könnte mir gefallen. Also Kinder, ich hab hier mal eben was vorbereitet. Hiermit überlasse ich meiner Nichte Dagmar Palewski bis auf Weiteres die Nutzung meines Kiosks. 20% des Gewinns gehen an mich, Amelie Schuster. Zufrieden? Zufrieden! Schon da? Rosen für mich? Sehr viel Glück. Klar. Die sind wunderschön. Hast du was ausgefressen? Das kann man so nennen, ja. Raus mit der Sprache. Fürs Erste hast du mich milde gestimmt. Evelyn, ich hab dich unterschätzt.
Ich habe deine Hutmacherei immer für ein Hausfrauenhobby gehalten. Sowas wie Stricken oder Töpfern. Ich habe ja nicht gemerkt, dass es mehr ist. Also wer so einen schönen Hut machen kann, den bedeutet sein Beruf hat. Gefällt er dir? Du gefällst mir. Also von mir aus, wenn du das willst, kannst du weitermachen mit deiner Arbeit. Ist das dein Ernst? Ja. Aber nur, wenn ich dich ab und zu Gesicht kriege. Versprochen. Au. Ich nehme dich beim Wort. Guten Tag. Liebchen. Na, mein Schätzchen. Was hast du Leckeres gekocht? Was möchtest du denn? Erst ein Küsschen, dicke Bohnen und nochmal ein Küsschen. Und du? Also für mich nur dicke Bohnen. Und trinken soll er nicht? Doch, Kölsch. Alex, mach mal zwei Kölsch. Sag mal, dann seid ihr wohl euren Untermieter endlich los, wa? Nee, Mama ist stocksauer. Sie wartet schon seit Stunden auf Joshua. Und auf ihr Geld. Ja, da könnt ihr aber lange warten. Den habe ich gesehen, Tramp nach München. Wann? Oh, schon eine Zeit her. Ja, den siehst du nie wieder. Ich hatte doch ja keine Sachen bei sich. Da habe ich drauf aufgepasst. Also, das habe ich nie gesehen, aber hat er Klamotten bei sich gehabt. Dieser Mistkerl. Der hat uns reingelegt. Was? Du hast dich von der Flitzpiepe reinlegen lassen? Uns, Joshua. Kathi. Kathi. Dein Guru hat die Flatter gemacht. Alex. Was? Joshua ist weg. Und hoffentlich für immer. Lisa. Aber er will mit mir nach Österreich fahren. Und er hat doch mein Sparbuch. Und deine Vollmacht. Wie war da drauf? 3.500. Ich habe dir gewusst, der hat uns reingelegt. Er kommt bestimmt zurück. Ich wette einen Monatslohn dagegen. Er hält mit. Alex? No way. Ihr habt ihn vertrieben. Ihr wart von Anfang an gegen ihn. Das ist eine Jauna.